Ahoi, liebe Reisefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, wir müssen drüber sprechen. Wir wollen noch nicht tiefer gerade jetzt ins Detail gehen, weil dann geht's los. Nach dem Intro. Wir wurden bestohlen. Tatsache. Und das hier im wunderschönen Prag. Zu Ostern. Das auch noch. Das zu Ostern. Unfassbar. Aber ja, nicht nur wir wurden bestohlen. Das geht nämlich noch weiter. Alle hier wurden bestohlen. Unser Jungs da drüben, der Kollege da drüben, alle, die hier stehen, wurden bestohlen. Und jetzt habe ich nochmal nachgelesen. Das ist ein fast weltweites Phänomen. In Berlin, in Zürich, in London. Überall wurden Leute bestohlen. Komisch. Eine ganze Stunde haben sie uns geklaut. Sind die bekloppt? Und ja, auch ihr wurden bestohlen. Also auch ihr, alle Mann. Wir sind so froh, müssen wir ehrlich sagen. Warum es uns nicht so ganz tangiert, wir haben Ostermontag, Osterdienstag, Ostermittwoch noch Zeit, uns daran zu gewöhnen. Richtig. Das macht einen ja wahnsinnig. Gestern war es erst kurz vor 8, jetzt haben wir schon kurz vor 9. Unsere Jungs sind auch schon wach, jetzt gibt's gleich Frühstück für euch, die das Video später sehen. Euch wünschen wir frohe Ostern und ja, es ist uns bewusst, das ist verkackter Clickbait. Ja, sollte mal so sein. Aber wir haben es hoffentlich thumbnail-mäßig ein bisschen schon so gestellt, dass man vielleicht hätte drauf kommen können. Aber, tja, so läuft Clickbait. Wir können euch aber versprechen, und ich hoffe, ihr habt es... Ist keine Tagesregel. Und ich hoffe, ihr habt das Video nicht nur angeschaut, weil ihr das gelesen habt, oh, in Prag bestohlen, sondern weil ihr ein bisschen Bock noch habt, weil wir wollen euch noch was von Prag zeigen. Eine geile Burganlage. Das machen wir heute, aber das letzte Video ist auch zu empfehlen, falls ihr jetzt neu dazugekommen seid. Schaut mal ins letzte Video rein. Geile Stadt Prag. Empfehlen wir euch sehr. Vielleicht nicht gerade zu Ostern, da müsst ihr ein bisschen vorplanen. Aber sonst, Fazit gibt es am Ende dieser Reiseserie. Und jetzt haben wir schon wieder so viel gelabert. Jetzt haben wir was? Frühstück. Nee, Hunger. Ja. Ah ja, und wie gesagt, für die, die nicht gesehen haben, frohe Ostern. Ne? Es ist mal wieder soweit. Ich habe die kleine Packung Mehl rausgeholt. Jetzt wird Kuchen gebacken und ich habe eine Assistenz heute. Mein Assistenzarzt. Morgen. Miro. Frohe Ostern. Frohe Ostern, genau. Ja, wir fangen mal an, wieder einen Kuchen zu backen. Wir wollen dir euch das ja mal schmackhaft machen, ne? Den Omnia. So einfach, wie das dann so geht mit dem Backen. Na, dann wollen wir mal gucken. Wie kann ich dir helfen? Schüssel. 150 Gramm Butter da rein. 150 Gramm. Ohne Waage. Falls du brauchst. Ohne Waage. Dürfte das genau sein. Okay. 400 Gramm? Ja, das, ne, so, kommt gut hin. Ja, genau. Soll ich es gleich in kleinen Teilen? Das oder? Kannst du machen, das macht Sinn. So, weil das jetzt ewig und Stunden dauert, ich zeige euch jetzt nicht die ganze Zeit, wie ihr ja Kuchen zeigt. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Genau. Ja, und ansonsten natürlich jederzeit nochmal das eigentliche Video aus dem Kombüsenstudio, Buggys Kombüsenstudio, anschauen. Der Kuchen ist fertig. Und wir sind abmarschbereit? Ne, wir sind auf dem Abmarsch. Genau. Wir haben ja noch eine Sache, also wir haben viele Sachen natürlich uns jetzt in Prag nicht angeschaut, logischerweise. Ja. Aber eine Sache, das ist die Burganlage, die man von hier schon so richtig krass sehen kann. Und da wollen wir jetzt hinlaufen. Was wollt ihr denn sagen? Die also Burganlage? Hier von dem Platz, hier vorne, also der hinter uns ist, haben wir ungefähr 30 Minuten, die wir laufen müssen. Und wir sind relativ ja oben, müssen immer noch einige Treppenstufen laufen. Wird interessant werden.
Wie haben wir gepennt hier eigentlich? Weil ist ja direkt am Stadion, Straßenbahn und alles sowas. Zum heutigen Tag super. Ich weiß nicht, wenn hier Stadion ist, keine Ahnung, wird es laut ist. Oder genau, stimmt, so meine ich auch. Dann wird es wahrscheinlich laut sein. Aber ganz ehrlich, so ist der Platz für uns total okay. Ja, man hört in der Nacht nicht mehr viel. Genau. Also im letzten, ist Ruhe. Im letzten Video haben wir gesagt, ja, totales Chaos. Wir sind ja wirklich unvorbereitet. Also kein Plan. Mit zwei Vans losgelaufen. Und hat doch gut geklappt dafür. Also und wir waren jetzt zu Campingplätzen, wo du keinen einzigen Platz bekommen hast. Deshalb sind wir hier zum Lettner Park gefahren. Ja, das war definitiv die bessere Entscheidung. Und es ist auch schön, weil du hast direkt den Park, schaut euch das an. Ja, das ist schon toll. Und wie gesagt, von hier aus eine richtig coole Sache, weil man dann zu diesem, oh Gott, glaube Metronom heißt das, und hat man richtig coole Aussicht auf den Platz. So, wir laufen jetzt dorthin zu dieser Burganlage und dann hoffen wir, haben wir ein schönes, schöne Aussicht. Ist das voll hier, aber schön. Richtig schön und kostenfrei. Natürlich gibt es Museen und alles andere. Das kostet, was ja sehr lustig ist, genau gegenüber ist ein Starbucks. Also selbst Starbucks ist hier oben hinterlegt. Wir werden euch natürlich jetzt noch einiges mehr zeigen, aber es hat sich gelohnt, auch hier hoch zu laufen. Es war relativ von Lettwa kann man wirklich nur empfehlen. Ja, man das ist auch relativ eben, ganz ne? eben hoch. Ja. Also gar keine bisschen, Probleme. Bisschen also, geht's hoch, ja. Wenn wir aber von nicht viel. Unten kommen würden, dann hättest du richtig Treppen steigen müssen. Das machen wir diesmal nicht. Und jetzt sind wir wirklich gespannt, was überhaupt hier alles noch so ist, weil von oben sieht das so mächtig aus. Das wird hier auch noch eine ganze Ecke da weiter runtergehen, denn da ist diese große Kathedrale. Genau. Und in die Richtung ist dann noch die Burg. Also ja, wir werden bestimmt jetzt noch einiges sehen. Also werden jetzt noch weitere coole Bilder hier aus Prag folgen. I was thinking of you.
I push it down, I bury it deep, and I flirt with sorrow and the company I keep. To stop thinking of you, to stop thinking of you, to stop thinking of you, to stop thinking of you. Das war doch mal schön, gleich mit Wachwechsel und allem. Natürlich nur für euch angepasst. Wir haben genau auf die Uhr geschaut, damit wir Punkt 12 zufälligerweise da gelandet sind. Ja, aber es war schön. Ich habe zufälligerweise gesagt. Ja, also das alles kann man hier erleben, hier oben auf Burggelände. Wie gesagt, ich muss mich hier erstmal einlesen. Das war ja, wie gesagt, jetzt ein sehr, sehr Überraschungsbesuch hier überhaupt in diese kleine, feine Stadt. Ja. Eine sehr feine Stadt, ne? Jetzt heißt es für uns, wir müssen zurück zum Van, weil wir Pi mal Daumen 13:40 müssen wir weg sein. Genau. Damit wir nicht noch weiter bezahlen müssen, weil reicht ja 24 Stunden. Genau, das bezahlen wir 30 Euro. Und dann, wie gesagt, wollen wir Richtung Elbe fahren, von der Moldau an die Elbe. Entweder noch in Tschechien oder schon Plan B. Das entscheiden im Endeffekt die Jungs. So, jetzt sind sie irgendwie an einem Loch gelandet. Am Brunnen vor dem Tore. Rechts rum. Wir laufen rechts rum. Wir wollen nämlich da hinten runter. Mal sehen, ob wir da rauskommen. Weil das sah schön aus dort. Wir laufen einfach. Ja. Und falls wir noch was zu zeigen haben, dann zeigen wir es jetzt. Just when I think I've finally found it, those memories come crashing down. Oh, you think I would have it? Was soll man sagen? Der erste Platz ging wieder nicht. Der auf. Da und der sind absolut beratungsresistent. Ja. Es ist Ostern und wir haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Prag war eine schöne Stadt. Ach, lass uns doch mal spontan nach Dresden fahren. Ja, so ist das halt manchmal. Und ich glaube, euch geht es ja auch manchmal so. Ne? Und der erste Stellplatz würde ich absolut No-Go. Aber dank Schaffer Mobil Wohnmobile, die hier nämlich einen wunderschönen parzellierten Stellplatz gemacht haben. 100 Plätze gibt es hier. Wir haben auch schöne Autos hier. Ja, hier kann man sich auch nach, theoretisch können wir uns da noch ein bisschen was anschauen, denn wir haben uns entschieden, wir bleiben definitiv 2 Tage hier. Mhm. Und ja, da werden wir mal sehen, was wir hier auf jeden Fall leben können. Ich muss nach einem wunderbaren Stück Kuchen, das ist ja kalt, ne? Ja. Kuchen. Den Miro mitgebacken hat, ja. Werden wir auf jeden Fall, muss ich mal Datensicherung machen und dann werde ich euch sagen, im nächsten Take, wenn wir Kuchen gegessen haben,
ob Dresden im nächsten Teil oder noch in diesen Teil kommt, denn das weiß ich aktuell nicht. Das schauen wir einfach. Ja. Der Kuchen war sehr lecker. Ist er da drinnen verschwunden? Da ist er drin verschwunden. Da wohl auch, ne? Und Datensicherung habe ich jetzt auch gemacht. Deshalb kann ich jetzt und hier sagen, das war's mit diesem Video. Mit dem Diebstahl? Das Schlimme ist, dass gerade der Miro abgehauen ist. Eigentlich sollte der gerade hier bleiben. Ja, der ist jetzt weg. Ganz schlimm. Naja. Wie hat dir denn Prag gefallen? Mehr kann ich ja nicht zu sagen. Also man hat, also ich muss sagen, sehr sprachlos, wirklich. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich. Also, weiß ich nicht. Ich wüsste schon, was du sagen könntest. Na? Wir kommen wieder. Ja, na, das auf jeden Fall. Definitiv werden wir uns nochmal Zeit nehmen, vielleicht auch ein bisschen länger geschaut. Ja. Also sprich, dass man vielleicht auch die Sächsische Schweiz mitmachen kann, Tschechien. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil das hat uns so, so gefallen. Und Tschechien hat uns auch wirklich im Prinzip, wie soll ich sagen, gepackt, ne? Also so die Elbe da und so weiter, das war... sah schon richtig gut. Und wenn wir länger unterwegs sind, dann haben wir auch tschechische Kronen bei, weil, wie ich gehört habe, so schnell gehen die in den Euro nicht rein. Das hätte uns viel vereinfacht. Ja, so ist es nun mal. Aber für ein, zwei Tage lohnt sich das, finde ich, immer nicht so richtig. Jetzt zu tauschen. Wie immer die Frage, was, ihr habt jetzt zwei Folgen gesehen, wo Prag inkludiert war, hat gefehlt. Was hätten wir uns anschauen müssen? Genau, damit wir das für die nächsten Reisen habt und vor allen Dingen auch andere, die auch nach Prag kommen, es lesen können. Deshalb unbedingt rein in die Kommentare und dann bleibt ihr uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.